Jetzt mal ganz kleiner Trick, den aber doch einige nicht kennen. Und zwar geht es darum, wenn man Windows 10 Dateien umbenennen möchte, ganze Ordner zum Beispiel, dann ist man ja früher immer hingegangen und klickt auf den Datei-Explorer und Datei-Explorer dann mit der rechten Maustaste umbenennen. Ja, das ist ja ein recht mühsames Geschäft. Ja, umbenennen, umbenennen. Und so ging das dann durch. Man kann aber auch hier bei seit Windows 7, glaube ich zumindest, Windows 10 auf jeden Fall, hingehe, das Ganze mehrere Dateien markiere und dann umbenennen. Klicke, denkt man zunächst mal, ist hier nur so, ne? Das ist jetzt hier meine Steuer. Steuer 2015. Und wenn ich in dem Moment, wenn ich jetzt die Umgabe die Taste drücke, dann setzt er das alles um. Sieht man das? Ja, den Unterstrich möchte ich zum Beispiel wegmachen. Dann sage ich, das ist jetzt alles meine Steuer. Und zack, haben wir die alle gleichzeitig umbenannt und kann dann eigentlich mit diesen relativ schnellen Veränderungen ganze Ordner, Bilder zum Beispiel umbenennen. Also muss man sich nicht irgendwie so mühselig mit Datum immer einzeln durchhangeln. Ich hoffe, das bringt euch was. Schaut mal im rechtliche Zeugs mit rein. Rest ist natürlich mehr Programmiersache.